Entschuldigung, da waren wir etwas früher drauf und dann sehen Sie, wie der Moderator Wasser trinkt. 2000 Meldungen produzieren die Agenturen an einem durchschnittlichen Nachrichtentag. Ein durchschnittlicher Moderator produziert einen Versprecher pro Ansage. Lässt sich das nicht besser organisieren, damit die Schüler wenigstens weniger gestresst werden? Ich habe einen bereits festgenommenen Komplizen. Spenden von insgesamt 39.409.851.000.000 Euro eingegangen. Was für eine Zahl. Morgen tritt in der Königsklasse FC Arsenal gegen FC Villarreal an. Bundestrainer Klinsmann hat nun die Qual der Wahl, wer für Frings einspringen soll. Bereit stehen sein Bremer Kollege Tim Borowski oder der Dortmunder Sebastian Kehl. So, jetzt habe ich sie. Und wir haben weitere Nachrichten an diesem Morgen in einer kurzen Übersicht. So ist es richtig. So viel Bier am frühen Morgen ist ja auch nicht gesund. So, der Börsenrückblick kommt nicht, meine Damen und Herren. Und wir trinken auch kein Bier von wegen um diese Stunde. Was machen wir jetzt, liebe Regie? Trinken wir Bier oder machen wir Börsenrückblick? Ich weiß nicht, was ich Ihnen fragen soll. Wir schalten jetzt live an die Frankfurter Börse, wo Friedhelm Tilgen auf uns wartet. Friedhelm, ein sinkender Ölpreis. Gehen Sie nicht weg, bleiben Sie hier. Die Argentinier feiern das 0:0 gegen Holland so, als ob sie nicht gewonnen hätten. Udo Lilischkis in Brüssel, können Sie mich hören? Herr Lilischkis kann uns leider nicht hören. Wir versuchen innerhalb der Sendung natürlich nochmal zu ihm zu schalten und machen weiter mit. Aber ich sehe kein Bild, ich sehe Werbung hier. Entschuldigung. Ich stehe hier am Fährhafen Sassnitz in Neumukran und wir wollen uns das mal angucken. Hier ist so eine Desinfektionsanlage der Bundeswehr. Die Soldaten sind jetzt gerade dabei, ein Fahrzeug von oben bis unten zu desinfizieren. Das ist ganz wichtig. Wir sehen, das Fahrzeug kommt aus Schweden. Wir können leider keine Bilder mehr sehen. Was machen wir? Schnell schalten, dass er wieder zu sehen ist? Wir machen weiter mit dem nächsten Beitrag. Das ist dumm. Die Modewelt muss sich ja jede Saison etwas Neues. Ich denke, das ist der falsche Beitrag. Die internationale Weltraumstation ISS hat zwei neue Sonnensegel. Oh. Ich habe hier einen Hall. Oh, das ist scheiße. Was ist denn jetzt los? Riesen, wenn wir noch auf Sendung. Ja, da sind wir wieder. Wissen noch nicht ganz, was wir jetzt sagen sollen, denn eigentlich hat mir schon Tschüss gesagt. Da war er schon aus dem Bild und sollte er gar nicht sein. Jetzt geht's wie gesagt gleich weiter mit den aktuellen Nachrichten und dann darf die Maskenbildnerin auch wieder nach oben auf dem Tisch hervorkommen. Bis gleich. Sie verlangen, dass Außenminister Fischer noch vor der Abstimmung im Mai vor dem Visa-Ausschuss. Oh, Entschuldigung, da habe ich einen Fehler gemacht, die falsche Meldung. Die mir jetzt. Entschuldigung, ich habe keine drei, Anton. Das kommt vor. Wir bitten um Ihr Verständnis. Hatten wir so auch noch nicht. Was? Entschuldigung. Pardon. Die Schweizer Boulevardzeitung Sonntagsblick berichtet, die ägyptische Regierung habe sichere Informationen über CIA-Gefängnisse in Rumänien, Mazedonien, der Ukraine und im Kosovo. Uli Wickert, ich bitte dich, die Meldung weiterzulesen. Meine Stimme ist weg. Es tut mir leid. Ich gebe dir gleich einen Bonbon. Danke. Nun, die Lottovorhersage, die Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 09. Entschuldigung. 09-82-942. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Das Wetter. Im Süden sonnig, im Norden immer wieder Vogel. Grippe, nein, Entschuldigung. Sonne verdeckt die Wolken. Wolken verdecken die Sonne. Das Badewetter und eben diese Waldbrandgefahr, das sind ein und dieselben Sachen die verschiedenen Seiten ein und derselben Medaille. Und damit von uns allen einen schönen Abend noch, auf morgen. Bis Wiedersehen.